Heute wollte ich Ihnen einen Fall zeigen, der eigentlich auch relativ häufig vorkommt in der Praxis. Und zwar ist das ein junger Patient gewesen, also 30 Jahre. Wir sehen in der Kardiologie eigentlich eher ältere Patienten, aber dieser Patient war 30 Jahre alt, Sportler und hatte vor 4 Wochen einen kleinen grippalen Infekt. Also gar nicht so was Schlimmes, sondern er hat einfach 2 Tage Fieber gehabt, hatte aber an dem Wochenende dann einen Wettkampf und hat dann an diesem Wettkampf, an diesem Sportwettkampf teilgenommen. Und danach, nach diesem Wettkampf, merkte er auf einmal, dass sein Herz anfing zu stolpern. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie den Puls nehmen, zum Beispiel hier an der Hand, und einfach mal den Puls messen, ist der eigentlich sehr regelmäßig. Also etwas, was wie so ein Maschinenwerk an sich sehr regelmäßig schlägt. Er merkte immer wieder extra Schläge, teilweise sehr schnelle Schläge nacheinander, teilweise eine leichte Pause, war sehr beunruhigt und spürte auch eine Müdigkeit, eine Abgeschlagenheit, und es ging ihm einfach nicht gut. Er lief dann letztlich zum Hausarzt, der hat ein EKG gemacht, hatte einige Extraschläge gesehen und hat auch EKG-Veränderungen gesehen, sogenannte Hebungen. Das ist für junge Leute, sind EKG-Hebungen eigentlich immer sehr ungewöhnlich. Und der Patient fragte dann, ob er eine weitere Diagnostik machen dürfe. Und war sehr beunruhigt. Auch der Hausarzt konnte sich das nicht richtig erklären. Er kam dann zu uns und wir haben dann eine MR mit Kontrastmitteln gemacht. Und da möchte ich Ihnen einfach ganz gerne mal sehr klassisch die Bilder zeigen, was wir dort gesehen haben. Und zwar ist es im Prinzip eine Herzmuskelentzündung gewesen, wahrscheinlich dadurch, dass der Patient zu früh wieder in den Sport gegangen ist, nachdem er einen Infekt gehabt hat. Und ich zeige Ihnen einfach mal ein paar Bilder und möchte Ihnen einfach anhand dieser Bilder einmal zeigen, was MR kann und wie wir MR einsetzen, um da sicher zu sein, dass es sich um diese Diagnose handelt. Hier oben sehen Sie, das sind Bewegungsbilder, also Szenebilder. Wenn Sie ganz genau hinschauen, dann sehen Sie in diesen Bildern so, schon hier ohne Kontrastmittel, so weiße Areale. Und diese weißen Areale sind oder können ein Hinweis sein auf eine Entzündung. Das ist noch nicht beweisend, aber es könnte sein. Wir machen dann mit dem Patienten eine weitere Untersuchung, das ist die sogenannte Kontrastmitteluntersuchung. Das heißt, wir geben Kontrastmittel und können dann gucken, ob diese Areale eben Kontrastmittel aufnehmen. Das tun sie immer dann, wenn sie entzündet sind. Bevor wir das aber tun, gibt es ein ganz neues Verfahren, was ich Ihnen auch mal vorstellen möchte. Das ist das sogenannte T1-Mapping. Mit dem Mapping brauchen wir gar kein Kontrastmittel und können häufig schon sehen, ob ein Herzmuskel verändert ist. Und das haben wir hier getan. Wir können also sozusagen die Zusammensetzung des Herzmuskels messen. Und da gibt es Normalwerte, was man normal erwarten würde. Es gibt aber auch Werte, die einfach deutlich erhöht sind. Und bei diesem jungen Mann war genau in den Gebieten, wo wir diese Veränderung in den Bewegungsbildern gesehen haben, auch das Mapping erhöht. Und nach Kontrastmittelgabe zeigte sich dann ein Bild, was relativ klassisch ist. Und zwar sehen Sie vielleicht hier, das hier ist das linke Herz, die linke Kammer. Und außen hier sehen Sie so einen weißen Saum. Und dieser weiße Saum, da ist jetzt Kontrastmittel reingegangen, weil es eine Entzündung in diesem Gebiet gibt. Und wenn Sie durch das Herz ein bisschen durchblättern, sehen Sie, dass dieser weiße Saum außen liegt. Der liegt also nicht innen, hier sehen Sie es auch, sondern in der Mitte, ja, oder außen und nicht ganz innen. Das ist eine ganz große Unterscheidung. Wenn jemand innen so ein Kontrastmittel hat, hat er einen Herzinfarkt. Und wir können aber ganz klar mit dem MRT sagen, dieser junge Mann hatte trotz dieser Hebungen im EKG keinen Herzinfarkt, sondern ganz klar eine Herzmuskelentzündung. Diese Herzmuskelentzündung geht über Monate bei sehr, sehr vielen Patienten vollkommen weg. Da ist auch das Areal, was Sie hier sehen, wird sehr, sehr viel kleiner. Man spricht also von Shrinkage, von Zusammenziehen. Aber Patienten, die eine solche Narbe, das ist also auch eine Narbe, haben verstärkt und vermehrt Herzrhythmusstörungen. Falls Sie also einmal eine solche Episode hatten oder sich wundern, warum Ihr Herz manchmal so unregelmäßig schlägt, kann es sein, dass Sie vielleicht mal eine Herzmuskelentzündung hatten, die wir aber exzellent mit dem Herz-MRT und Kontrastmittel auch nachweisen können. Und das kann der Grund sein, weswegen Ihr Herz manchmal stolpert und einfach auch nicht so regelmäßig schlägt. Jetzt haben wir also die Diagnose getroffen im MR, also eine Myokarditis. Und was tun wir jetzt? Auf der einen Seite ist es immer ganz schön zu sagen, das ist es. Auf der anderen Seite, was mache ich jetzt? Es gibt klassischerweise, das ist das, was man heute eigentlich
standardmäßig macht, wenn man sehr stark diese Herzrhythmusstörung spürt, den Beta-Blocker. Das ist also eine Variante, wie man sozusagen so ein bisschen dieses System etwas herunterfahren kann. Es gibt zusätzlich neuere und innovativere Ansätze, wo wir auch auf den Mikronährstoffhaushalt gucken, wo wir gucken, wie geht's dem Patienten. Der Patient muss jetzt sich regenerieren. Das Organ Herz schlägt aber 80.000 Mal am Tag, braucht also irgendwie optimale Voraussetzungen, damit es auch diese Ausheilung schaffen kann. Da gibt's heute sehr moderne und sehr interessante Ansätze, wie wir auch Substanzen, die wir vielleicht im Mangel haben, also wo wir das eigentlich benötigen würden und sie nicht haben, wie wir das messen können und auch durch eine sehr individualisierte Therapie dazugeben können, um diese Ausheilung, also das Ziel ist ja, keine Narben zu bekommen, wenn Sie sich diese Bilder anschauen, um das zu fördern. Das sind neuere Ansätze, die meines Erachtens aber sehr erfolgversprechend sind, wenn es darum geht, wirklich optimal sie aus einer solchen Herzmuskelentzündung herauszuholen. Eine ganz häufige Frage, die entsteht, ist, wann darf ich wieder Sport machen? Das ist ja auch ein Sportler hier gewesen. Ich würde es jetzt nicht nur vom MR abhängig machen. Es gibt einen anderen Wert, den können wir im Blut messen, das sogenannte hochsensitive Troponin. Troponin ist einfach ein Eiweiß, was im Herzmuskel ist. Und je mehr Entzündung im Herzmuskel ist, desto höher ist die Freisetzung. Und wenn ich einen Patienten habe, der im MR vielleicht noch Zeichen eines Ödems, also eine Anschwellung hat, was ich auch messen kann und auch quantifizieren kann, aber den Wert HS-Troponin schon wieder im Normbereich hat, dann wäre für mich der Punkt, das ist für mich ein Patient, der relativ schnell wieder sich sportlich betätigen darf, weil da messen wir im Pikogramm-Bereich, also im unfassbar kleinen Messbereich. Und wenn das normal ist, dann würde ich immer sagen, hier kann langsam begonnen werden, wieder Sport zu machen. Gehen Sie nicht an die absoluten Grenzen sofort wieder, sondern steigern Sie langsam und gucken, wie es Ihnen dabei geht.